Jetzt sind alle an. Ach ja, stimmt, die sind ja auch alle an. Guck jetzt, ja, jetzt funktioniert das. Jetzt funktioniert das. Auch noch einer. So, so. Bis ganz dran. Bauen wir es genau spiegelverkehrt. Naja, okay, jetzt nicht genau spiegelverkehrt, aber egal. Hat trotzdem gleichen Effekt und weiter. Macht keinen Unterschied. So, und jetzt sollte es funktionieren. Also, das ist das Gebilde. Es sieht jetzt ziemlich kompliziert aus. Ist es eigentlich nicht. Man muss sich damit ein bisschen länger beschäftigen. Dann drücke ich diesen Knopf. Also mein Texturepack ist da jetzt nicht so gut für geeignet. Das sieht man jetzt leider nicht so gut. Ich kann mal das drüber machen. Vielleicht sieht man es dann besser. Bisschen. So, also das ist an. Das ist an. Das ist also. Wir haben jetzt hier auch C1, C2, C3, C4 eben. Also 1, 2, 3, 4. Jetzt sagen wir, wir wollen zu Ziel 2. Also, bevor ich jetzt noch weiter laber, der Bahnhof ist offiziell abgeschlossen. Ich erkläre nur gleich ein bisschen was und zeige natürlich, dass das funktioniert. Also es ist kein Fake. So, zack, ouch. Da hätte man. Zack. Ich habe jetzt mir C3 gewählt, komme bei C3 wieder. Steig hier aus, baue hier irgendwas, irgendwie was. Steig wieder rein und fahre wieder los. Und hier fahren wir jetzt genau auf diese Schiene. Hier wieder zurück. Dann hier beim Bogen. Hier einmal unterdurch. Nicht schnell, aber langsam und weiter. Und schon sind wir wieder in unserem Heimatort. Ja, zu Hause. So, der fährt und der fährt jetzt, na komm, in den überfüllten Speicher. So. Jetzt sagen wir, wir wollen zu diesem Ziel. Ah, guck, jetzt wird's dunkel. Zack, zack. Und los geht's. Hoch, runter. Und zu Ziel 2. Jetzt bauen wir hier auch was. Da. Na, super Idee. Und fahren wieder zurück. Okay, also die Aufnahme hat jetzt leider etwas länger gedauert. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem genügend Geduld und ihr konntet mir auch folgen. Ach ja, genau. Und bevor ich zum Abschluss komme, zeige ich natürlich noch, was es sich mit diesem Gerät auf sich hat. Und was es sich jetzt genau, eigentlich genau mit diesem. So, nicht nerven, bitte. Danke. So, und zwar drückt man hier den Knopf. Das ist jetzt hier der Impuls. Also, der gibt jetzt hier die ganze Zeit Strom. Dann geht diese Fackel aus und der gibt nach 1,5 Sekunden, glaube ich, dann wieder einfach Strom. Oder ja, wie man es auch nennen soll. Und dann tschüss. Genau, und er gibt dann hier diesen Impuls los an hier unten dieser Falltür. Die öffnet sich dann für genau diese kurze Zeit. Also ihr müsst darauf achten, dass das hier 3 sind. Wichtig. Und schon kann man hier drücken. Unten kommt einer raus. Ein Minecraft meine ich, einer. Und ihr habt das Minecraft. So, was ist jetzt das genau hier ist? Also ihr habt hier drückt ihr. Dann geht einmal hier das Redstone hier ganz unten an. Und aber auch diese weitere Schleife. Also hier sind es muss jetzt eine große Verzögerung, weil erst muss es resettet werden, bevor hier wieder eins richtig aktiviert wird. Hier ist es das Ganze jetzt einfach aktiviert. Also das hier ist
hier ist es jetzt hier sogar durch Zufall aktiviert und das hier ist einfach nur nicht so eine Speicherzelle hier, so, sondern einfach gestapelt. Die sieht dann ganz einfach so aus. So. Und statt dass hier oben ein Knopf dran hängt, zack, hier können wir einen Knopf dran hängen. Und jetzt können wir so schauen, statt dass hier ein Knopf dran hängt, ist hier diese ganze Leiste sogar drüber, diese hier, die mit den Fackeln einfach alle einmal aktiviert. Allerdings ist das nicht direkt hiermit verbunden, sonst würde dieser Dust sich auch von diesen Speicherzellen beeinflussen lassen und das ist nicht so toll. Dann hier unten an der Speicherzelle haben wir einfach hier noch eine Fackel dran. Ah, und das ist halt hier noch eine Fackel dran. Na okay, nicht direkt da, aber passt. Ach, hier fehlt eine Fackel. Aber hier ist das eh egal, weil die bewegt sich eh nie. Man wird eh nie hier auf Null kommen. Ist immer das Richtige. So, und zwar, ja, gehen dann hier eben die entsprechenden Fackeln an und aus. Und jetzt ist die an. Das heißt auch, dass diese Weiche sich umspielen und ihr in diese Richtung fahren könnt. Ja, und je nachdem, welcher das jetzt hier an ist, in die Richtung wird auch die Weiche jetzt aktiviert. Je nachdem, in welche Richtung ihr jetzt diesen Bahnhof gebaut habt, werden sich, glaube ich, auch die Weichen drehen und wenden. Ich weiß nicht was. Ja, das kommt eben von der Richtung. So, hier seid ihr angekommen. Hier könnt ihr von mir aus noch so einen Bahnhof bauen. Das ist völlig euch überlassen. Auf jeden Fall fahrt ihr zurück und alle hier, die Weichen hier werden nicht aktiviert, die bleiben immer so. Und die sollen auch so bleiben. Und die fahren einfach immer wieder ins Ziel. Dann hier im Ziel aktiviert dieser Knopf, darunter eben so eine Schleife, die anschließend diese Weiche, die Booster hier anmacht, sodass das. Entschuldigung, gut, Headset-Probleme. Ah, jetzt leckt's. Fuck. Warum leckst du denn? So. Und zwar, ja. Fährt das dann hier zurück und wieder über diese Strecke ohne Bunker rein. Wichtig ist nur, dass hier ein Block ist, weil sonst würde das Minecraft, glaube ich, darüber sogar hinausfahren. Na, das war's für mein Tutorial. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, es war hilfreich und es war nicht zu langweilig oder zu, ich weiß nicht was. Wir sind hier auch nicht in der Schule oder sonst sowas. Naja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Tutorial. Ich wollte ja noch eins bauen mit so einem Durchgangsbahnhof oder sonst was. Mal gucken. Und ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und weiter auf unserem Kanal, auf unserem Server und ich weiß nicht was. Und nun haut Rinne in die Kartoffel. Bis zum nächsten Mal.